Dann mit der Oma warfen. Zum Abschluss. Fach. I managed to get into the bank. Did you find it? Here's the safety deposit box you asked for. I still don't. Shh, please. Give me the box. Jewelry? I don't understand. You said this would help me find her. It will. Outside her, it will. I need to find my friend. Do you think you'll be okay here by yourself? You've done more for me than you can know, Mackenzie. These pearls were my lilies. I didn't come across anyone in the farmhouse or bank that seemed like a lily. Lily was... It doesn't matter. Did you get confused? Foggy gray memories. Maybe you thought Lily and my friend were the same? I'm sorry, Mackenzie. I thought I was helping you. It's okay. I don't think you're in any danger anymore. You should have enough supplies to last a while now. I'm sure help is on the way. Now that I have her pearls. Lily's things. What? Sorry, I don't understand. Gib dir Ruhe. I needed the pearls to remember her, but now you can take her things. Upstairs, in her old room, her climbing gear, her maps. They can help you get out of Milton. The path through the mountains. You mean there's another way out? Yes. My Lily was a climber. That's what happened. She... Never mind that. Take the rope, the map, follow her path. It'll lead you out of Milton and deeper into the mountains, north, towards Perseverance Mills. Okay. If you're sure. Thank you. Now lead me to my memories, outsider. Go out there and find your friend. And don't stop to think about Milton or Greymother again. We're of the old world. This new world is for the strong to survive. Kapitel 4. Das verlorene Paradies. Warte mal. Warte mal, what the fuck? Die dachte, die hat unsere Freundin, Ex-Frau, was auch immer, gehört. Hat aber ihre Tochter gehört? Ich bin fat confused. Ich bin hart confused. Who was she? You want to understand Lily's story? Man who fell from the sky? I think I know enough about loss to understand why you wanted her pearls. Then take them. To Lily. Lily's still here? In Milton? Why didn't you say so? Go find her. Take the pearls and give them to Lily. Was? And then I can rest in peace. Wir werden jetzt aber nicht aus der Wohnung gekickt, oder? Ich habe nicht mal die Nebenmissionen durch. Okay, zwei Sachen. Perseverance, wie immer das ausgesprochen wird. Wisst ihr, was mich das erinnert? Es ist eine SSL-Mission. Deswegen kommt mir das Wort so bekannt vor. Und das Achievement, was ich nach schon wollte, war... Naturheiler, heile dich in einem Spiel mit allen natürlichen Arzneien. Gut, das war jetzt nicht so schwer, muss ich sagen. Okay. Oh, was? Facecam bastelt, ne? Weil OBS abstürzt, das tut mir leid. Fix ich kurz. Ein wenig höher, weil da ist ja der Tragebalken. Alter, das wird immer tiefer hier, die Story. Jetzt muss ich mal kurz meinen Überblick verschaffen. Stopp, stopp, stopp. Okay, wait a second.
Das verlorene Paradies. Sieht aus, als hätte Astrid Milden verlassen. Setze eine Suche außerhalb der Stadtgrenze fort. Nimm die Kletterausrüstung aus Lies Ruhe. Das wird die Last Mission sein. Aber Kletterausrüstung, wohin denn? Lol, das könnte Abgrund sein. Wo der Brief war ja, dass Klettern verboten ist. Weil da geht es ja steil runter. Weil ich meine, die Stadt ist ja sonst abgekapselt sonst. Nebenstory, ich will die alle abschließen, sag's euch. Besuche Lilis, gut, das können wir heute noch machen. Lilis Grabstein. Die 20.000 können wir von mir aus auch noch machen. Die machen wir auf jeden Fall. Ja, zwei Schlüssel fehlen noch. Finde ein Vorratsversteck in der Höhle. Ja, aber ich muss noch mehr Briefe finden. Kaninchen müssen wir noch holen und die Lektionen ab. Ach du Scheiße. Okay, gehen wir schon noch zum Grabstein. Zeit müsste noch sein, ne? Ja. Zeit ist noch. Unsere Gesundheit und ist halt noch nicht geil, ne? Warum ist sie blind? Ich weiß es nicht. Ich habe das noch nie rausgefunden. Ja. Fuck, Alter, dieses verfickte Fleisch, ne? Ich tue es jetzt in den Kühlschrank. Mir zu wurscht. Ich habe gerade echt gelesen, wenn dir Kannibalen begegnen. Habe ich sonst noch was dabei gehabt? Ich hoffe jetzt einfach mal, die Pferde dieser... Fuck. Fuck, fuck, fuck. Diese Pferde, die darf ich nicht haben. Ah, schau, das ist weg. Mal kurz auf die Sidequest schauen, wie viel wir da jetzt haben. Weil das ist sowas, das geht relativ easy, wenn du ein paar Wölfe hast, die sich opfern wollen. Schau, 12,9 schon. Hat jetzt fast 3000 auffüllt. Muss halt nur 3-4 Wölfe killen dafür, ne? Einmal schon durchbrutzeln und dann geht's. Lilis Grab kann ja nur. Ja, da hinten sein. Ja, aber sonst ist auch nichts weiter markiert, ne? Wollt ihr mich verarschen jetzt? Zwei Stück? Ich kann nicht fighten jetzt. Ich kann. Ja, Moment, ich kann. Da hinten auch einer. Drei Stück um mich rum. Und es gibt nur die Brücke zum Überqueren, ne? Die patrouillieren die Brücke, die Wichser. Ich glaub's ja nicht. Ich hab 7 Shots. Der patrouilliert die Brücke? Ich meine, warten lohnt sich ja nicht, weil... Aber was will denn warten auf bessere Zeiten? Die werden da einfach dauerhaft jetzt sein. Die rücken einfach zur Stadt vor. Glaube ich im Laufe der Spielzeit. Das finde ich sogar ziemlich geil gemacht. Aber den Instant Kill mir mit dem Leuchtpistole reindrückt und ich renne da vorbei. Frage ist, wo ist der zweite? Da hinten kommt er. Oh fuck doch die Welt! Kalt wird zwar zum Glück nicht. Schau, es wird Dackel links. Nicht wie ein Wolf. Weil halt, ne, rendert ist denn jetzt nimmer. Wo ist denn der hin? Alter, mach mich jetzt nicht nervös. Ich kann es mir eigentlich nicht erlauben, jetzt einmal drauf zu gehen. Ey, wisst ihr was? Ich trau mich da gerade nicht. Da war es gestanden, Episodenfortschritt. Deswegen habe ich das nämlich letztes Mal gesehen. Warte mal, ich schaue es gleich nochmal nach, weil wir so wie viel Episodenfortschritt wir haben. 70. Ja, guck mal, wir haben 58% Zustand. Uns geht's echt gut, hey. Die ganzen Sidequests ziehen jetzt doch gewaltig. Ich habe irgendwie 4 Sidequests auf eine Mainquest. Ich weiß nicht, ob ich die instant killen kann. Ich habe nicht mal Gewehr gefunden. Das riecht mich eigentlich eher auf gerade.
durchrennen zur Brücke und dann ins Auto. Das könnte funktionieren. Das ist schon mal gut. Sieht schon mal sehr gut aus. Warum so viele Wölfe? Also jetzt, wo ich das selber die Situation, kann ich mich bei Gronkh daran erinnern, der hat irgendwann 3 Wölfe auf einmal hintereinander oder so ausgenommen. Der hatte dann 10 Kilo Fleisch oder so und hatte dann keine Hungerprobleme mehr. Und gefühlt das Problem hätte ich auch. Oder nicht, je nachdem, was ich jetzt sehen will. Wenn ich die jetzt einfach eiskalt... Warte mal, da gibt es eine Brecheisenaktion hier, ne? Nichts. Ich will bloß das Brecheisen nicht so abnutzen. Die Frage ist jetzt, wo ist ja der Friedhof? Ich dachte, der war hinter der Kirche, aber ist er anscheinend nicht. Da. Schauen wir gleich mal, gucken, ob die Karre noch irgendwas hatte. Okay, jetzt schauen wir mal. Ich muss leider mit der Leuchtpistole zum Friedhof rennen, weil ich habe einen Schiss. Hier ist der Friedhof. Lilith Barker. 1969 bis 1985. Ich war 16. Alter, das Achievement. Warte. Schließe Lilly Story ab und die Überschrift ist ein Kind zu verlieren. Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt wird das Spiel auch noch deep, ey. Flasht mich gerade ein wenig, sorry. Musik macht so viel in Spielen oder Filmen oder was auch immer aus. Ich glaube, die Musik, wenn da nicht gewesen wäre, so nach dem Motto, gehe ich da hin, lege hin, hab die Sidequest abgeschossen, fertig. Aber jetzt kommt dann noch die Sad Geige und sowas und Sad Piano, ey, dann macht es sofort einen anderen Flair. Musik ist einfach so unfassbar aussagekräftig. Und du brauchst dafür nicht mal einen großen Kontext. So. Jetzt im Abschluss noch einen guten Wolf, der den gerade auf dem Weg läuft. Den ich mir dann im nächsten Stream als Frühstück ziehe. Der hat das Ding in seinen Arsch gekriegt. Schau dir das mal an. Der hat das Ding in seinen Arsch gekriegt. Guck dir mal an, der leuchtet wie ein Tannenbaum da hinten. Kannst du mir doch nicht sagen, dass der das überlebt. Mann ey, nach so einem Trauerspiel muss ich jetzt so einen Shot hier machen. Fuck, da war noch irgendwo einer, ne? Wenn das Ding jetzt forever leuchten würde... Oh, what? Oh, wait, wait.
Hä? 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 Wo liegt denn das Ding? Ich glaube aber nicht, dass die down sind. Da vorne ist noch einer. Ausdauer. Nicht Ausdauer. Die geht gewaltig runter. Ich brauche halt einmal da. Keine Ahnung. Erst einmal volle Gesundheit wäre schon mal gut. Wo ist er denn meine Leuchtkugel? Ja, Moment, ist das da? Ist das ein Stein? Gibt es eigentlich Vögel am Himmel? War das ein Steinhaufen? Ich glaube schon. Ich darf nicht so verschwenderisch damit umgehen, ey. So. Da ist natürlich noch lange nicht rum. Lilis Kletterausrüstung machen wir natürlich noch nicht, weil ich glaube, das ist echt die letzte Mission. Gucken, ob ich mit ihr nochmal reden kann. I found Lily, your daughter. She has her pearls now. They were the last gift I gave her. On her 16th birthday. 16. She wanted to leave Milton, to be free. She had grown up here in the mountains, a climber. She wanted to leave, to summit all the tallest peaks on Great Bear. I was afraid to let her go. We fought bitterly. And she left. She died. Out there, in the mountains, in the wilderness. Losing a child is... It's like losing your own life. You have a kind heart, Mackenzie. But it's a heavy one. Go. Find your friend. Use Lily's climbing gear and her map. And maybe then her death won't feel so empty. Thank you. I'll come back for you. You've done a lot for me, Mackenzie. I won't forget about you. Alter, die Oma ist eine Gönner-Oma, ey. Besonders robuste Stiefel, die du von der grauen Mutter bekommen hast. Gucken, was mein Brecheisen für eine Condition hat. Jetzt habe ich zwei Sachen aufgemacht. Klima 90, gut, es geht noch. 26 Kilo habe ich jetzt bloß noch, hä? Habe ich gerade zu viel abgelegt? Gut, die Spitzenpfirsich ja schön gut, aber... Okay, wie schaut es denn eigentlich hier aus? Jetzt haben wir ja schon wieder irgendwas geschafft hier. Die Omi will noch... 7000 Kalorien, sagen wir mal. Ja, okay, wir brauchen bis an Wolf, dann geht es. Da brauchen wir noch zwei Schlüssel. Irgendwas mit Geheimverstecke und dieses blöde Schlingenkficke. Und das ist, glaube ich, die letzte Mission.
Ich glaube, wir haben 70%, wenn du es hochrechnest. Wir haben nur 3 Sidequests. Und die Main-Quest, das kommt schon kumuliert auf 100 noch. Also, ich muss mal gucken, ob ich jetzt wirklich stundenlang rumsuche mit die ja doch, passt. Ob ich jetzt da ewig lang rumsuche mit den Schlüsseln, wo die sind und Zettel und Collectibles oder keine Ahnung, oder ich mach's offscreen mal oder sowas, ich weiß es nicht. Wie gesagt, die Oma, wenn ich jetzt halt die Kletterausrüstung nehme, ich weiß nicht, ob ich dann aus dem Haus gekickt werde. Das will ich eigentlich noch nicht machen. Weil es gibt in dem Haus eigentlich sonst nichts mehr zu tun. Eigentlich könnte man jetzt pennen gehen. Ja, kann ich ja irgendwas essen. Dann speichere ich und dann machen wir Ende. War ein wenig überzogen, aber gut. Oh, was ist denn das? Ja, man kann auch aussitzen. Ja, machen wir aber nicht. Wir müssen ja 12 Stunden machen, ne? Ich weiß, dass es dann noch nicht ganz hell ist. Oder auch überhaupt nicht hell ist. Genau, das Fenster war's. Weil wir einen sehr großen Durst haben und gucken, unsere Gesundheit ist wieder voll. Das ist sehr gut. Deswegen habe ich eigentlich gepennt, dass ich wir haben Durst und ein wenig Hunger. Ah, die haben aber sau wenig bloß noch. Machen wir mal die Dose, aber ich glaube, die hat 250 Gramm als Gewicht. Und dann mache ich hier Speichern. Du musst auf jeden Fall schlafen, wenn deine Condition und der Balken wieder hochgehen soll. Oh, das dauert sogar noch ein Stück. Und die Bergsteigschiefe von da oben muss ich auch mal kurz anschauen, was das eigentlich für Zeug ist. Alter, sind die gut. 14, 4, 15. Mal kurz merken. Jeweils 1 hoch und die 87 bleibt gleich. Weil beides minus 3 ist. Alter, plus 2,2. Wenn deine Füße mal nicht kalt sind, hast du, glaube ich, schon viel gewonnen. Die Emojis im Chat muss ich mal schauen. Also ich bin dran, aber ich habe noch nie angefangen. Noch kurz ein Schlückchen Wasser. Ich glaube, ich mache lieber Wasser zusammen, bevor ich mit anderem Scheiß rumhandiere. Wirklich. Weil mit Wasser habe ich nicht so viel Einzelzeug hier rumfliegen. Ich weiß wenigstens, was ich habe. So. Brauchen wir. Na komm, wir müssen nicht komplett voll machen. Gut, ich speichere. Weil das will ich auf jeden Fall auch noch mitnehmen, weil damit kann man sehr viel geilen Scheiß craften. Bloß ich weiß nicht, wo ich die Crafting-Rezepte herkriege. Ich habe. Na, kann man auch mal kurz anschauen. Ne, da wollte ich noch gar nicht hin. Ich habe. Da ist es. Aber Bücher. Kann untersuchen, aber kannst nicht lesen. Und ich habe echt keine Crafting. Also Drohenschüssel. Ich habe keine Crafting-Rezepte gefühlt. 2 Stück bei Blaupausen. 2 Stück. Ich glaube, ich muss da mal googeln. Will ich aber eigentlich nicht. Gut. Waffe klauen geht nicht. Gucken, wie viel Prozent wir haben. 70. Machen wir mal speichern. Scheiß drauf. Überschreiben. Ja. Ja. Also gut. Danke fürs Zuschauen bei dem Stream und bei der Folge. Und wir sind voll. Und im nächsten Stream werden wir vermutlich Episode 1 abschließen. Mal gucken, ob ich offscreen irgendwas mache. Oder zumindest einmal schaue, wo die ganzen Sachen sind. Oder ich glaube, ich suche es mal selber rum. Wenn ich es da nicht finde, dann google ich es, weil ich will eigentlich gar nichts googeln. Das war mit maximal 16 das Bild übrigens. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Stream. Bis dahin. Haut rein.